wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Dat Graf und ich heiße euch heute zu dem 6. Part von Star Wars The Old Republic. Natürlich diesmal mit einem weiteren neuen Jedi. Diesmal heißt dieser hier Nock Eyes und natürlich auch wieder mit Kira. Aber Kira wird ausgetauscht, weil wir hier natürlich einen Meldet neuen... Meldet euch, wenn ihr mich braucht. Danke, du dumme Kuh. Zwingen wir der Galaxis unseren Willen auf. Jawulla, und da haben wir auch schon ein, sagen wir doch, ein Sith aus dem Imperium. Und tatsächlich, er hat sich den Jedi Nock Eyes angeschlossen, um halt für, ja, für was auch immer zu kämpfen. Diesmal machen wir das mal hier. Guck's mal, ey, hallo? Hallo! Ach, guck mal, na guck. Mal gucken. Bist du hier richtig? Hallo? Guten Tag. Oh, guck mal, ich habe was gefunden. So, Nummer Uno ausgeschaltet. Das ist doch schon mal was. Yay. Yeah. Ja, wir laufen hier ganz chillig raus. So, gucken wir mal auf die Karte, wo wir tatsächlich jetzt hin müssen. So, wir haben hier zwei Möglichkeiten. Wir nehmen entweder diesen Weg und dann den hier. Und schalte dich da heraus. Das gibt natürlich eine richtig Klopperei. Das kann ja also richtig böse enden. Oder, weil wir befinden uns momentan hier. Oder wir gehen halt hier rein. Und ziehen das durch. Also gehen wir diese Tür besuchen. Sag mal, du sollst mich heilen. Das sollte helfen. Danke. Beziehungsweise gehe ich hier nochmal zurück, weil ich gehe tatsächlich den regulären Weg, weil wir auf dem regulären Weg noch ein paar Kreaturen beziehungsweise Monster klatschen können. Wie zum Beispiel so einen da. Ja. Ja. Das hier ist übrigens ein Vieh, da auf den ist die Wahn herumgeritten, Kapperbereitermäßig. Ja, und das Vieh ist im Arsch. Jetzt müssen wir mal langsam mal hier den Weg finden. Ach, da ist ein dicker, fetter Weg. Und von da aus werden wir natürlich gucken. Gehen wir jetzt hier. Wir müssen ja so oder so hier lang. Also daher. Ja, und ich würde mal sagen, ich verkürze das Ganze hier mal und setze mal einen Cut dran und wir treffen uns dann hier vor dem Eingang wieder. Also dann bis gleich. Dann folgen wir doch mal den Straßenverlauf. Bitte folgen Sie den Straßenverlauf. Bei 200 Meter rechts abbiegen. Hops. Hops. Wollt schon, ja. So. Natürlich, wollen wir hier auch gleich mal. Das sollte helfen. Das war der Würgegriff eines Sith.
Warum hast du das denn? Ja, ich bin kaputt. Ja, genau. Und dann hier noch den. Und 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 tot. Mama hat immer gesagt, ist das Laserschwert nicht wild, kannst du niemanden damit umbringen. Und erst 42 Jahre später habe ich mitbekommen, was sie damit meinte. Hey, cool, ich bin reich, die haben Geld, die haben Autos für mich. Mal gucken, wie viel Taschengeld er für mich hat. 157 Euro. 157 Euro, das heißt, Pizza Hut. Pizza Hut, der Pizza Hut, der kann Tiki Five mit Pizza Hut. Stimmenabkürzung. Ups. Ups. Der Angriffsplan des Imperiums sieht vor, so viele Häftlinge wie möglich zu befreien. Die republikanischen Streitkräfte werden durch das Chaos verwirrt. Ich gehe aber davon aus, wir wollen sie umbringen. Das ist doch eigentlich nach dein, das ist doch genau das, was du eigentlich immer sagtest. Bring die Leute um, bring sie um. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Bringt es zu Ende. Jawohl, mein lieber Begleiter. Auf der Leiter. Das sollte helfen. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Wir schlitzen sie alle auf. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Da juckt mir echt die Nase. Gib mal Geld. Gib dein Geld. 107 Euro. Hey. Was ist denn das, ein Drecksvieh? Das muss ich eliminieren. 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 Siehst du, der hat, ich habe so viel Eier in der Hose, dass ich den nicht mal umfallen lasse. Ich nehme ihnen das Geld ab, irgendwo mit gutem Gewissen, weil ich weiß, sie brauchen es. Alles wieder in Ordnung. Ja.
Weil alle Leichen, die da oben sind, ein bisschen, ne? Die brauchen ihr Geld ja nicht mehr. Genauso wenig wie der hier. Hey, yo, was geht ab? Lass dich mal töten. Ich bin ein. Ich bin ein Lady-Ritter. Guck mal, der ist so arm, der hat kein Geld, aber der hat Geld. Hey, yo, gib mal. Cool. Schon wieder so ein Drecksvieh. Was ist denn das, Alter? Ah, auf zu knurren, sonst knurren ich dauernd. Na, 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 na. Shot kannst du behalten. Krieg mal, anscheinend ist der kleine Sith verfordert. Alter, das arm, die Sau hat kein Geld. Okay, wir haben hier 5 Gegner. 5 Gegner. Oder wie würde mein bester Freund sagen? Gegners. Und diese Truhe will ich unbedingt haben. Was haben wir denn da? Ein Elite-Streitkoffer. Alles wieder in Ordnung. Ich sag doch mal hier so, erstmal herzlich willkommen. Und ich grüße auch hier erstmal in diesem Sinne meinen besten Freund Maxi, Thomas, Michi und natürlich den Rest der Welt, die ich das vergessen habe. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Das ist jetzt. Natürlich grüße ich auch Gregor Krebs aus Köln. Der möchte gern. So. Machen wir den Platz, den machen wir den Platz. Eigentlich müsste ich das nicht machen. Aber ich will an die Kiste ran, weil die meisten haben diese Kisten wunderschöne kleine Sicherheitstruhe. Öffnen! Und dann haben sie meistens in diesem Rucksack, den hier, meistens noch ein paar Sachen drin, was haben wir da? Was haben wir hier? Und hier in diesen Kisten ist manchmal Geld drin. Yeah, 1.409, also 1.1449. So, 1449. Das Jahr. Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Scheiße, ich bin immer noch im falschen Film. Du hast ja nichts dagegen, oder Kollege, wenn ich immer so ein bisschen mache. Nee? Gut. Ein bisschen Würgebürge hier, ein bisschen Würgebürge da, alles ist ein bisschen also, ich hab's. So. Ja, ich hasse die Steuerung. Da werden sie sich getreten, so richtig volle Kanne.
Es gibt nur euer Geld. Danke. So, natürlich müssen wir jetzt ja, deswegen sage ich, das machen wir aber beim nächsten Mal. Wir wollen ja wieder zwei Parts machen. Deswegen in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen und bis zum nächsten Mal.